Servus Leute. Pass mal auf, ich muss noch mal was zeigen. Wir haben jetzt Anfang August und der Feigenbaum, der trägt seine Früchte. Echt genial. Ich habe gestern schon einen Haufen abgeändert, aber ich will das nicht vorenthalten. Wenn wir jetzt eh schon da bei der Obstesserei sind, also das Ding ist mal riesig. Ja, also richtig, richtig riesig. Und mit Feigen kannst du auch viel anfangen. Feige Chutney, Feigesenf machen, Feige Marmelade. Feigesenf ist eh das Beste. Und was noch genial ist, du nimmst ja die Feige, ja, gehst hier, machst oben den Schnibbel ab, tust den Bacon einwickeln, also erstmal einschneiden, Frischkäse ein bisschen rein, den Bacon einwickeln, dann den Backofen auf den Grill. Also echt genial. Also der, das ist der Feigenbaum und er hängt richtig voll. Wenn du anguckst, das sind richtig viele Feigen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da Reife finden. Ah, das andere Problem ist, ne, also die Fächel. Die gehen dann auch her, picken die an, die haben die lieben gern. Ja, das, ja, da lässt man sie halt hängen. Weil wenn die jetzt wegmachen durch, und dann gehen die Fächel her und suchen sich die nächste Feige raus. Ne? Jetzt wollen wir mal in die Suche gehen, wo wir eine gescheite haben. Die tun wir gleich verkosten. Ah, guck mal, da hängt so viel drin. Da hinten ist, glaube ich, eine. Guck mal. Die da. Ja, die könnten noch dunkler werden, aber wie gesagt, die Fächel kommen. Die Fächel kommen, die holen sie sich dann. Die holen sie sich dann, die Feige, und picken sie an. Die sind Natur, ungespritzt, manche tun sie auslöffeln, aber ich esse mit Schal. Ach Gott, wie gut. Mal so sehen die innen aus. Die werden noch roter. Man kann sie jetzt abmachen. Jetzt so in dem Zustand. Ach Gott, halt. Könnt ihr so hier lächeln? Könnt ihr so hier lächeln? Warte, bis sie richtig durchgereift sind oder vielleicht mit so einem Trockengerät oder was, geht man so trocknen. Was an Weihnachten so beliebt ist, Feige. Oh Jesus. Oh Jesus, nein. Das ist ein Hochgenuss. Für eine Feige. Ich muss noch eine suchen. Da steht was. Ja. Da oben hängt noch eine drin. Farblich gut. Kann man gerade so abdrehen und dann kann man die verkosten. Echt lecker. Guck mal, hier heute sogar dunkler noch. Siehst du das? Ach Gott. Ich könnte ja mal einen Kanal aufmachen für Selbstversorger. Und wenn die alles hängen, mal Apple, bin ich mal gespannt. Also machen wir an, aber in diesem Sinne, ich glaube, wir dann nochmal in den Baum. Ciao.